gibt es eigentlich das sogenannte Fegefeuer definitiv nicht. Das Fegefeuer ist eine falsche Lehre der Kirche, insbesondere der katholischen Kirche. Das Fegefeuer soll ein Reinigungsort sein, ein Purgatorium im Jenseits, wo die Menschen hinkommen, die noch zu viele Sünden haben, um direkt in den Himmel zu kommen, um dort durch Strafe gereinigt zu werden von ihren Sünden, also das Abbüßen der Sünden durch Strafe. Ist das biblisch? Definitiv nicht. Denn erstens, Sünden können nie gereinigt werden durch Strafe und auch nicht durch Moral und Ethik, also durch Werksgerechtigkeit, sondern immer einzig und allein durch Vergebung von Jesus Christus. Denn Jesus Christus ist Gott, der Mensch wurde und der am Kreuz stellvertretend die Strafe der Sünden getragen hat. Und deshalb ist er derjenige, der den Menschen, die ihm glauben, die ihm Vertrauen annehmen, die Vergebung der Sünden zuspricht. Das nennt die Bibel die Reinwaschung der Sünden im Blut Christi. Das ist ein metaphorischer Ausdruck der Vergebung. Einzig und allein durch Vergebung kann der Mensch gereinigt werden von den Sünden und nicht durch Strafe und auch nicht durch Ethik. Zweitens, die Bibel spricht nie von einer temporären Strafe, sondern immer nur von einem ewigen Zustand. Das heißt, eine ewige Strafe der Hölle, der ewigen Gottverlassenheit oder eine ewige Glückseligkeit in der Gegenwart Gottes, dem Himmel. Die Bibel spricht nie von einer temporären Strafe, von einem temporären Zustand. Der Begriff Ewigkeit ist ein göttlicher Ewigkeit, den wir Menschen deshalb nie vollumfänglich erfassen und begreifen können. Drittens, die Bibel spricht ganz klar von einer Unüberbrückbarkeit zwischen Himmel und Hölle bzw. zwischen Paradies und Abaddon. Das wird metaphorisch ausgedrückt durch eine Kluft, die unüberbrückbar ist. Es gibt keinen Wechsel und auch keine Veränderlichkeit. Es gibt keinen Übergang zwischen Himmel und Hölle. Es ist ein unüberbrückbarer Zustand zwischen Himmel und Hölle und auch kein Wechsel möglich. Die Verse, anhand dessen die Fegefeuerlehre abgeleitet wird, werden immer falsch ausgelegt. 1. Korinther 3, dazu verlinke ich ein Video. Dabei geht es um das Preisgericht in Bezug auf die wiedergeborenen Christen. Matthäus 5, Vers 24, das Gleichnis. Dabei geht es nicht um die ewige Errettung und ewige Hölle, sondern da geht es um die unbedingte Versöhnungsbedürftigkeit des Menschen gegenüber Gott. Der Mensch muss sich mit Gott versöhnen, andernfalls kann er der Strafe nicht entgehen. Der Mensch muss sich versöhnen. Eine weitere Stelle kommt aus den Apokryphen. Die Apokryphen sind sowieso nicht Gottes inspiriertes Wort und sowieso voll von falschen Lehren. Die Fegefeuerlehre ist eine falsche menschliche Lehre und hat nichts mit der Bibel zu tun.